Run Van Parked. Stand in der Annonce. Das Ganze ist 30 Jahre her. Dann musst du runter, sonst heben wir dich mit runter. Was? Ja. Warum? Nimm mal die Motorhaube weg. Nein. Operation am offenen Herz. So, heute machen wir mal den Vergaser auf. Und ja, dann tun wir den erstmal rein hier komplett. Du machst da auch noch ein bisschen Leuchtkraft an die Deck. Kann ich hin. Ich mache den Vergaser auf und dann kannst du mal noch gucken, innen drin die Batterie rausholen. Ja. Vielleicht kriegen wir ihn heute schon mal zum Drehen. Mit dem Herz, oder? Ja, doch. Leck, Alter. Ja, dann los. Und Gas. So. Stromverteilung. Die Schraubler. Ich habe immer eine deutsche Herstellerschicke. Die gehen wir immer noch. Die Krone. Oh mein Gott, das ist noch viel neu. Wir bauen mal ab. Wer nachher zusammenschrauben kann, das gucken wir mal. Ne? So sieht es da drin aus. Das ist der Choke. Choke-Klappe. Und da unten ist die Drosselklappe. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Die bewegt sich da unten drin. Ganz unten. Da muss die Kraftstoffleitung sein. Bingo. Guck mal da, Inch-Schlüssel. Zoll Scheiße. Unbenutzt. Ich bin Umkosten gestürzt. Dann passt das mal mittleres Ratsch. So, einmal frei. So, das ist ein gutes Stück. Sehe ich gerade, dass die da auch noch eine Verengung drin haben. Warum sie da drin gemacht haben, weiß ich auch nicht. Früher hat man das als Drossel bezeichnet. Müssten wir mal nachher, was das für ein Bewandtnis hat, ob das mit der Strömung zu tun hat. Das ist der Vergaser. Wobbiöl. Der ist das gute Stück. Ansaugseite. Und das geht zum Ansaugkrümmer. Und da sieht man jetzt auch die Drosselklappe. Geht noch alles hervorragend. So, heute neue Vergaser siehst. Also Autos haben ja keinen mehr, aber die Mopedschauer kommen, das ist Katastrophe. Die gehen auf jeden Fall nicht so alt, wie das Auto da ist. Das ist die... Ah, guck mal, da haben die auch schon gehört, das wusste ich schon, das siehst du mal. Und zwar haben die hier... Oh, eine Beschleunigerpumpe drin. Haben die zu der Zeit schon so was gebaut. Beschleunigerpumpe ist dafür da, wenn du Gas gibst. Normalerweise tut der ja der Kraftstoff über die Düse ziehen. Wenn du jetzt schlagartig Vollgas gibst, wird der auf den ersten Moment nicht genug Kraftstoff kriegen. Dann magert der ab und hast keine Leistung. Dann fällst du in so ein Loch drin. Und die Beschleunigerpumpe, die geht dann beim Gaschen, nur spritzt die nochmal zusätzlich dazu, so dass du bei dem schnellen Gaswechsel immer die Leistung direkt anstehen hast. Geil. Ha, Vergaser! Okay, einfach. Mal langsam machen, weil ich will nicht unbedingt die Dichtung jetzt zerstören da drin. So. Die Federpakete da, die sind auch gleichzeitig, damit die Drosselklappe immer in Nullposition gedrückt wird. Ah, da drin sieht es nicht so schön aus. Da hat er schon mal Wasser gesehen. Da ist der sogenannte Schwimmer. Den müssen wir auch testen, ob der noch ganz ist. Das ist ein Messingschwimmer, die sind gerne mal undicht gehen. Größere Schäden sieht man jetzt nichts. Der Vorteil beim Messingschwimmer ist immer noch, der kann man noch ein Tool löten. Wenn nichts großartig kaputt ist. Ne?
Nee, da ist die Pumpe und da ist auch eine Membran, die eigentlich noch nicht immer so schlecht aussieht. Für das Alter. Das ist, wie früher hat man auch in der Pumpe so ein Ledermanschett drin gehabt. Da ist dasselbe. Und die haben da drin eine Feder, was das ein bisschen auseinanderdrückt, was dann beim Gas gehen, nur ohne Abdichte tut. Einfach klasse. Hier ist auch nochmal ein Düster, muss ich mal gucken, was das ist. Ah, das kann Sinn, dass der einen Leerlaufdüs hat und beim Beschleunigen macht er hier die Düse auf. Wie quasi bei der Mopitscher mit der Vergaser. Die haben ja auch die Düse an dem Schieber und die muss man sich vorstellen, beim Moped ist jetzt hier noch ein Schieber mit dran und die ziehst du mit dem Gastuch nach oben. Und hier haben wir das Schwimmernadeventil drin sitze. Und schauen wir die Schwimmer runter. Hier drin. Das ist das sogenannte Schwimmernadeventil. Das sitzt da drin und dicht. Oh, das ist alles noch super da drin. Er dichtet das oben ab, das heißt, die Schwimmerkammer läuft voll mit Kraftstoff. Dann kommt der Schwimmer ins Spiel, geht nach oben und dichtet dann ab. Ab einem gewissen Pegel, damit der Vergaser nicht überläuft, sonst wird er mehr Rennpumpe wie er eigentlich braucht. Die neue Mauermuschel ist sauber, die hat auch noch keine weg. Also die ist nicht krumm und nix, aber die ist nur dreckig. Da machen wir auch ein bisschen sauber wieder. Und da drin das, da müssen wir Radikalkur machen. Sieht man da? Jetzt. Ja. Da müssen wir Radikalkur machen. Aber da wäre sie schon neu schon Mittelscher für. Na, das ist die Hülse. Die müsste nochmal rausgehen. Und eine Feder ist da noch drin. Ja, die hat auch ein bisschen Wasser gesehen. Da läuft die Pumpe drin, die Beschleunigerpumpe. Drückt dann den Kraftstoff nur ohne durch und geht dann über den Düs. Guck, ob man die Düs sieht. Kann sogar Sinn, dass er die hier oben drüber rennt, drücke dort Kraftstoff. Erste Ersatzteile für Evapo. Gute Fahrerspiegel. Guck, ob die Frisur sitzt. Ja, das sieht gut aus. Hi, guten. Oh, Testfahrt. Ja, also hey, das ist glaube ich nur eingehangen. Wenn man das hoch. Oh, das ist schon ausgebaut. Ha. Und noch mehr Nussschalen. Das ist echt mal ein Verfahren wegen illegaler Einfuhr. Von Nussschalen. Ja. Ja. Guck mal da, ich habe einen Tank gefunden. Da ist ein Haufen Dreck im Schuh. Der sieht hier noch gut aus. Das ist doch nicht wie ein altes Auto. Ob das mal die Oma war. Da haben wir den Tank raus. Nussschalen über Nussschalen über Nussschalen. Und da haben wir halt auch. Das wird wahrscheinlich die Kabine sein, wo die fest ist. Die ist sogar gefedert. Aber nur noch oben. Aber nur noch oben, ja. Muss mir keine Sorgen machen. Na also. Ja, der hat ja einen Bremskraftverstärker oder was. Den ich jetzt als Schreiner muss sagen. 3 Achtel, 7 Sechzehntel. Wer soll denn damit wann anfängt? Ey? Na also. Merit. Jetzt machen wir die Lichtmaschine erstmal ab. Da haben wir der mit 12 Volt Starter und dann noch eine 6 Volt Lichtmaschine ist, wollen wir die Lichtmaschine nicht gleich sprengen. Also klemmen wir die erst ab. Ja, gucken wir mal, was der Zündfunke hat. Ja? Ich starte mal.
da drunter? Ja, ja, eine ganz tolle Arbeitsposition, hey, ich liebe es. Im Liegen, mach ich schon immer gern. Ja. Wenn du nichts mehr hörst, hab ich eh geschlafen. Wie zählen sie noch, Alter? Der bewegt sich da drin. Jetzt testen wir mal, ob der Schwimmer noch funktioniert. Dafür machen wir das Eimerchen hier jetzt voll mit Wasser. Das heißt voll, dann machen wir Wasser drin. Dann schmeißen wir den einfach da drin. Den lassen wir jetzt bis morgen da drin taumeln. Wenn der morgen nicht untergegangen ist, ist er noch dicht. Wenn der Mäuer am Boden liegt, dann müssen wir gucken, dass man löte. Ja, da gucken wir mal, was der Mäuer rauskommt. Ah, es kommt! Schon gleich viel warmer. Bleibt jetzt 24 Stunden da drin. Jetzt bin ich mal gespannt. Und euch. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Leckt mich am Arsch. Mit dem Ergebnis da habe ich jetzt nicht gerechnet. Klar, es ist nicht hundertprozentig sauber jetzt da drin, aber das Gröbste, was so verrostet war, ist jetzt nur noch ein Dreckschmand da. Aber der ist schon gut, ja. Da innen drin, auch recht sauber. Gut, das Gelbe da, das ist normale Dreck durch die Luft, durch angesaugte Luft. Aber das können wir nachher mit Wasser wegmachen. Da würde ich es auch nochmal spülen, immer richtig mit Wasser jetzt. So, ja, komm mal rüber. Sogar der Ölschmaddel wird da gut, relativ gut mit ab noch. Das ist wirklich nicht schlecht, tatsächlich. Also, wenn der Motor und ich schon mal gelaufen ist, dann müssen wir Zeug neu bestellen und versenken den ganzen Block da drin. Ja. Die Kinder Sponsoren. So wie auf dem Foto. Ja. Ist halt auch so. Motorblock. Aber da kommen wir mit 10 Litern nicht hin. Da müssen wir einen IBC-Container aufschneiden. Das hätte ich nicht gedacht. Wenn man da noch ein Dreckbrühe abgeht. Heftig, gell? Ja. Alter, Hammer. Ja gut, bis jetzt hast du ja null mechanische Reinigung gemacht, gell? Mhm. Das war ja, ja doch, das Gröbste habe ich rausgeholt, ne? Mit dem Schraubenzieher. Blas mal das Ding mal aus. Ich zeige den Zuschauern mal hier die Einzelteile. Da sind noch zwei komische Klammern. Die sind für das Gestänge her festzumachen. Das Gestänge tut hier an dem Deckel der Hebel betätigt beim Gasgehen. Das ist die Mengenadel und das ist die Beschleunigerpumpe. Sitzt dann nachher so da drauf. Was macht denn der Schwimmer, den du gestern versenkt hast? Ach so, den haben wir ja auch noch versenkt. Der ist aber Untergang. Ja. Schon ja ein Schlüssel drauf gestochen. Oh. Aber es sieht gut aus. Der schwimmt. Der alte Schwimmer schwimmt noch. So. Nichts drin. Super. Machen wir jetzt mit der Messingbürste, machen wir da ein bisschen sauber. Dann ist der noch wie neu. Das noch 80 Jahre. Bei Simson sind es noch 20 Jahre schon dicht. Das ist ja kein Simson, das ist ein Chevy. Und das ist was für Geschirr? Bremse rein, ja. Das Vorteil, dass Bremse rein ja Wasser verdrängt, gut verfliegt. Wenn das gut verfliegt, dann... Und das Schreiners Messingbürste. Für was brauchen Schreiner Messingbürste? Für Eichenholzbürsten, weil das mit normalem Metall schwarz wird. Oh. Ja, wegen der Gerbsäure oder was da drin ist. Gell? Das war fast eine Prüfungsfrage. Ja, gut. Prüfung bestanden. Jetzt sei ich schon Schreiner und ein dummer Kfz-Mechaniker.
So, ich werde jetzt das Stück Verkleidung noch ausbauen. Ja, und der Tank. Also in der Gegenfahrt zu dem da. Und dann schütte ich mal die Brüderin. Während du da im Vergaser rumfummelst, kann ich ja die nächste Innenverkleidung hier mal in Evaporast einlegen. Ja, vorher. Ah, ich habe da noch was vom Vergaser versenkt, das habe ich gerade wieder gefunden. Wo denn? Das da. Also. Oder. Das Picobello. Top. Jetzt haben wir Vergaser mal zusammen. Und hier ist die berühmt-berüchtigte Einstellschraube. Die drehe mir nur mit den Finger bis sie bei. Bis man merkt, das Widerstand. Und dann drehen wir die wie notiert mit 2,5 Umdrehungen auf. Halb, ein, eineinhalb, zwei, 2,5. Passt das. Wenn ich die reindrehe, das ist auch ein Ventil. Und da ist vorne eine Düse, ist das. Und vorne eine Spitze. Wenn ich die verballer, durch zu feste zudrehe, was so einige schon mal an sich haben, weil sie ja Kraft nicht unter Kontrolle haben, dann sind sie frägt. Und der Vergaser eventuell auch. Jo. Sieht aber ganz ansehnlich wieder aus. Heck, mir Arsch, das hätte ich nicht gedacht.